So, endlich Level up, mein Gott. Hat ja fast ewig gedauert. Naja gut, 10 Minuten hat es gedauert. Ich sehe ja die scheiß XP nicht hier. Und neue Prüfung aktiviert. Okay. Glückwunsch, du hast Level 10 erreicht. Du solltest nach Dragon Castle gehen und Pango aufsuchen. Er wird die Hauptquest fortsetzen. Bitte fang von Luna eine Ausrüstung. Du kannst dieses Fenster nach 5 Sekunden schließen. Okay, das machen wir mal alles. Ach, in der Trainingsinstanz auch. Ich habe auch gerade schon den Dungeon-Typen gefunden. Da steht Minimum Level, im Prinzip Stufe 15, aber auch mit Stufe 20 wird man noch eine Gruppe brauchen, um da überhaupt stehen zu können. Alles schon gleich angesagt. Statuspunkte vergeben. Ich gehe mal wieder auf Stärke und erhöht MP und Magieschutz. Ich habe ja eigentlich nicht so viel mit Magie. Das ist Statur und Stärke. Okay. Und was fehlt noch? Talentpunkt. Wahrscheinlich wäre für mich besser, wenn ich mehr Autotalent benutze. Zweihand und Heilung. Was ist denn Heilung? Ach ja, so ein bisschen Crumple habe ich da auch, stimmt. Ich weiß nicht, ob Heilung so notwendig ist, weil die sind jetzt eh alle noch so niedrig hier. Panderschlag. Benötigt Level 13. Basis Zweihand. Drachenbiss. Coole Sache. Okay, habe ich vergeben. Blöd, dass man nur einen Punkt hat. Zu vergeben. So ist ja hoffentlich jetzt vergeben, ja. Alle Haupt- und Nebenquests von Pangu. Oh, mein Loot ist weg. Ist mir egal. Gut, ich habe ja jetzt auch hier etwas erledigt. Ne, Wespenstachel aktiv. Stimmt, die haben noch gar nicht fertig. Dann ja, machen wir sie eben schnell. Ja. Jetzt ist der krasse Strike hier fertig. Ja, genau, so machen wir das. Jetzt will ich natürlich sehen, wie sieht denn das Ding aus. Hey! Wow, okay, der ist echt krass. Drei von fünf. Ich krieg immer noch 32 Erfahrungen, so wie ich es auf die Stufe davor bekommen habe. Das ist natürlich komisch. So, ich weiß nicht, was das hier ist, aber wahrscheinlich ist das auch was zum Abfummeln hier. Jetzt nochmal mein Überstrike hier. Zack, zack, zack. Der sieht schon krass aus. Auch gut. Ganz cool. Oh, Bitch, geh ein hier. Schade, dass hierfür keine, also dass es da keinen Loot gibt, ne? Das ist nicht blöd. Oh, mal zu hier, Knappe. So, das ist ein Wespenstachel. Einen brauche ich noch. So, 5 Wespenstachel und 8 Silber. Dann mal abgeben den Krampel. Bei Chankau. Ich hoffe, das wird halbwegs richtig jetzt. Elendbein, elendiges Bein. So, fertig. Abgeben. Komisches Annahme ist immer abgeben, oder? Also irgendwie komisch. Ja, wir haben weitere Quests jetzt, genau.
Eine habe ich doch fertig gemacht. Dein Wachstum, fertig. Genau, du musst jetzt natürlich abgeben. Und ich muss ohnehin zu Pangu. Da ich ja da weitere Sachen lernen soll. Ich glaube, diese Katze nicht auf. Irritiert mich. Aber ich denke mal... Eigentlich weiß ich es nicht. Ich dachte gerade so, ich denke mal, wenn sie einsammeln würde, wenn sie Sachen einsammeln würde, würde sie Erfahrung dazu bekommen. Aber ich glaube, man muss das ständig von seinem eigenen... Von seiner eigenen XP irgendwie muss man das Tier leveln oder so. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, aber... So, jetzt bin ich an Dalagon Castle. Kennt ihr diesen Paladin? Was mit ihm zu tun hat. So blöd, wenn man nicht Monate gespielt hatte und das einfach nicht mehr weiß. So, und erhielt dafür 35 Gold. Aha. Ach, Pangu, ach ja, mit dem habe ich vorhin geredet, genau. Dein Wachstum verwalten. So, was haben wir denn hier? Feuerwindstein. Wut des Donners, genau, dafür brauche ich so einen Feuerwindstein. Aber ich muss, das kriege ich ohnehin dazu, Wut des Donners, benutze das Buch, um Skill Wut des Donners 2 zu lernen. Das ist cool. Hier, das brauche ich. Magie 17 brauche ich nicht. Das brauche ich. Dämonenrüstung. 500 Silbermünzen, das ist eine ganze Menge. Das ist ordentlich Quest. Ausrüstung finden, Annahme. Der Mond hohe Stärke, also viel auf Stärke hier, alles klar. Nun musst du auch so, sie können dir eines über Ausrüstung beibringen, kommen wir danach wieder zu mir zurück. Okay. So, jetzt will ich mal eben meine Sachen anziehen hier. Oh, ich habe nur noch einen Taschenplatz. Okay, also den Stein brauche ich, der ist wichtig. Gebrochener Panzer, Loot, kann verkauft werden. Scheiße, da müssen wir schnell zum Mann hin dazu. Ich glaube, hier oben steht irgendeiner. Weil da kann man Sachen verkaufen. Identifikationsrolle brauchen wir jetzt nicht, oder? Metal Lure anziehen. Rüstung 57, Rüstung 100 Potenzial, Charme. Plus 5. Ki, Kuji, Kui, Ki. Ja, ist eigentlich ja besser. Set-Attribute. Das stimmt, das war ein Set. Die Levelkiste kriege ich auch nicht auf. Okay. Ich muss erstmal weiter hier. Ich muss den Händler finden. Kristallkralle. 29 Magieschaden. Jetzt habe ich gerade einen Knochensäbel. Aber warte mal, diese Kristallkralle ist aber nicht, glaube ich, nicht zweihändig. Das ist ja auch so ein Magieteil, also eigentlich kann ich damit nichts anfangen. Mut des Donners 2. Oh ja, das brauche ich. Und erlernt. Guck mal, hier ist irgendwie so einer, läuft da mit einem Mentor. Oder? Was ist das? Hm. Pillendose, okay. Bevor man Level 30 erreicht, auch brauchen. Das habe ich ja auch schon gelesen gehabt. Den Schleifstein brauche ich überhaupt. Aber pass mal auf. Oh, 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 ja. Oh, das tut mir natürlich leid. Chili auf alles hier irgendwo. Scharfer Honig. Was sind die für Leute? Lagerhausmanager, Lagerverwalterin, Wächter. Gildenverwalter, Gildenoffizier, Gildenlager, gut, das brauche ich jetzt alles nicht. Gildenmeister, Händler, Gilde, Jesus, was ist los hier? Verbesserung, kann ich bei der Verbesserung auch verkaufen? Ich denke schon, oder? Produktionmeister, ja, das habe ich auch noch nicht. Bisher konnte ich noch nichts. Veredelung, Weberin, Härtner. Wer ist denn Yingzhu? Du kannst mit dem ganzen Herz eine Hand wirklich schmieden.
Also das ist kein Händler hier. Graveur. Graveur. Okay, die Quest habe ich noch nicht begonnen. Aber vielleicht kann ich bei ihm hier was verkaufen. Kostet ein Gold? Die Qualität des Materials erhöht die Erfolgschance wie. Gut, das wird schon alles später kommen. Ich müsste eigentlich auch erstmal die Quests machen. Aber ich gehe kurz in meiner Lagerverwalterin. Gildenmeister. Wäre gut, wenn man mal was verkaufen könnte hier, aber. Lager öffnen. So, dann lass mich mal was einlagern hier. Was lagere ich denn ein? Schattenhülse. Okay, brauche jetzt alles nicht. Einlagern. Kristallkralle. Okay, würde ich 210 für bekommen. Lager ich auch erstmal ein, denn vielleicht brauche ich ja wirklich mal irgendwann richtig Kohle. Ja, jetzt brauche ich es gerade nicht. Ich gebe eigentlich nichts aus. Also auch den Krempel einlagern. Schattenschuhe. Ach, das war das Set, was ich vorher getragen habe. Dämonenrüstung. Guck mal, das Blöde ist. Naja, da muss ich wohl erstmal warten. Weil hier habe ich jetzt ja ein Set an. Das hat natürlich auch ein Set-Bonus. Und in meinem anderen Teil habe ich dann kein Blut rausklingen. Wieso sehe ich denn jetzt erst? Das Ding werde ich mal drehen. Manchmal gibt das Teil los. Ah nein, ich habe dieses. Da habe ich sie eingelagert. Ich wollte sie natürlich nie einlagern. Ich muss natürlich das Lager erstmal schließen. Das ist schon ziemlich dämlich. So, wie sieht die aus jetzt? Ich habe. Ah, geil! Jetzt habe ich zwei Waffen! Ey! Hey! Aber warte mal. Jetzt die Frage, ist das. Hat sie eine Fähigkeit, also schlägt sie mit rechts vielleicht besser als mit links oder nicht, oder ist das unrelevant? Das ist nämlich jetzt das, was ich mich eigentlich frage und ich weiß das nicht. Also sieht halt echt cool aus eigentlich. Okay, die habe ich jetzt angelegt. Gut, vorher hätte ich sie eh nicht anlegen können, weil das Ding war ja noch nicht frei. So, gut, dann werde ich jetzt erstmal die anderen Leute absuchen. Richtige Ausrüstung zu sprechen. Okay, dann wird verstanden. Auch hier, bei dem war ich doch sowieso. Ausrüstung finden. Normal. Okay, achso, gelb ist besser als grün. Orange Qualität. Orange Farben. Sehr selten. Wieder extrem starke Attribute, kann nur durch Funktionsskills hergestellt werden. Okay. Warum? Mein Gott, ich will ihn anklicken, der soll mit dir quatschen. Wenn zwei Gruppen unterteilt, Ausrüstungslevel, du kannst Ausrüstung nur tragen, wenn ich bestimmte Level. Okay, das wissen wir. Du hast Level 14 erreicht. Kannst du Level 10 tragen, aber keine Ausrüstung für 20. Ja, irgendwie logisch. Dann siehst du, wenn du auf die Statuswerte gehst, siehst du die Basiswerte. Okay, kenn ich. Weiß man Bescheid. Ausrüstung finden, Waffen. Du kannst dich gleichzeitig mit zwei Waffen ausrüsten, das ist eigentlich ganz cool.
Rüstung, ich hab hier schwere Rüstung, Stopprüstung, okay, ich hab schwere Rüstung, wenn ich mich recht entsinne. Sechs Teile, Schmuck, das sind Ringe, Halsketten, okay, was meine ich alles? Ich meine, ich spiele schon bis Stufe 10, ich meine, dann weiß man doch sowas. Das ist ja nicht so, als würde man irgendwie, ach Mensch, echt, es gibt Rüstung und die kann man verschieden tragen und so weiter. So, er hier. Habe ich vergessen, was er hatte. Achso, das war auch Rüstung, diese Gutscheine. Mechaniker-Gutscheine. Brauche ich jetzt natürlich erstmal nicht. Ist echt ein scharfer Hund. Das ist ein scharfer Hund. Hot Chili. Weiß, wie Chili da? Sweet Chili? What the fuck? Was ist denn für ein Name? So im Ernst, ey. Geschenkler, ein Buchhändler, was es nicht alles gibt hier. Wo ist denn Pangu jetzt? Also der hat sich aber jetzt woanders hin bewegt. Ich glaube, das sind diese. Ja, das spawnt ja auch zwischendurch mal hier und da. Wenn die nur mal schneller laufen würde, das wäre eigentlich gut. Habe ich jetzt auf den richtigen angeklickt? Das ist natürlich auch blöd, dass nicht angezeigt wird, wo man gerade hinläuft. Also, dass man auch weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Okay, ich habe keinen VIP. Top-Spieler. Wollen wir hier reingucken? Okay, nochmal. Minimieren geht nicht. Echt jetzt? Wo ist mein Charakter? Sehe ich meine auf der Karte hier. Aber gut, dann nicht. Aber hier gibt es ja lauter Quests. Hier gibt es Quests. Krämerladen. Oh, hier. Hier haben wir einen Laden. Krämerladen. Stimmt, der war doch auch oben. Den ich natürlich dann da auch machen können. Wieso läuft der vorbei? Metalldünger. Ladenpreis 1, okay, für den Fall wahrscheinlich, dass man seine weggeschmissen hatte. Was ist das? Echt, was ist denn das? Ach ja, ich kann wenigstens den Scheiß verkaufen. Krieg 300 für. Auch gut. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz und habe Geld bekommen. Silber. So, und jetzt werde ich mir mal die Quest hier reinziehen. Wolfsbedrohung. Erfahrung 1100 Silbermünzen. Ist das wenig oder viel? Aber ich gehe davon aus, ich habe die noch nicht gemacht, sonst würden sie mir nicht nochmal angezeigt werden hier, oder? Ich fand die Leichen, aber doch nicht. Viel gibt's ja da nicht. Neue Modeannahme. Siehst du die Raskanion? Ich bin ihr ausgesprochen weich und glänzend. Irgendwie kommt mir das verteufelt bekannt vor. Isegrim ist nicht angreifbar. Isegrim, ich meine, was ist das denn? Ja, richtig auf die Zwiebel. Aber sie benutzt nur eine von zwei Waffen. Fällt mir gerade auf. Okay, jetzt kriege ich auch die Sachen für den Karosseriegutschein. Aber ja, sie benutzen eine der zwei Waffen, die so hieß.
dann auch noch die alte. Aber cool, ich krieg wenigstens die Sachen für die Quest. Aber jetzt muss ich trotzdem mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss mal die Waffen wechseln. Jetzt habe ich sie gewechselt. Und jetzt will ich mal gucken, wie schnell das jetzt geht. Der geht glaube ich schon einen Ticken schneller. Aber wieso benutzt sie nicht beide Waffen? Wann benutzt sie denn beide Waffen? Steht das nicht. Eigentlich schon komisch, aber wahrscheinlich muss ich irgendwas noch dazu lernen, könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich muss ich irgendwas anderes noch dazu lernen. Hab ich doch gerade das gekillt, schon ist er wieder da. Siehst du, so schnell geht das. Erfahrung. Wieder hier. Mit Silber muss ich noch einnehmen. Wie vital ist jetzt reicht zum Silber einsammeln? Ich so. Verstehe ich teilweise. Teilweise verstehe ich das echt nicht mehr. Ich denke, ich muss auch demnächst irgendwann mal mein Pet hier. Bist du wieder da? Du brauchst ja gar nicht weggehen hier. Echt. Superhit, zack. So, ja, würde ich sagen, ich warte hier noch. So, komm. Okay, Respawn-Zeit von 3 Sekunden. Ja, wir haben nicht. Zack, auch schon weg. Jetzt geht es natürlich alles ein bisschen schneller vonstatten. Das heißt aber noch nicht viel, weil eigentlich müsste. Diese Grimm, die muss die auch noch schon wieder beginnen. Aber eigentlich müssten, sagen wir mal, Stufe 12er oder so, die müssten so schnell weggehen, dann wäre es eigentlich was Gutes. Oh, das war ein krasser Crit. Das war ja heftig! Oh, guckt ihr das an! Ich glaube, ich habe eine Quest fertig hier, oder? Hauptquest! Neue Mode aktiv, eine ist fertig, Wolfsbedrohung ist noch aktiv. Isegrin. Oh, da kommt Isegrin. Zack, zack, Slash und Schlitz und Puff. Jetzt habe ich auch die Isegrin fertig. Boah. Jetzt haben wir das doch mal ein hier. Was, komme ich da jetzt nicht ran oder wie? Talessenz reicht für was nicht aus? Guck mal, hier ist so eine Blume. Oder irgendwas. Hier hole ich mein Loot. Ich komme an diesen Loot ran jetzt. So. Okay. Also, auch diese Quest haben wir fertig. Wenn ich mich recht entsinne. Fertig, fertig. Neue Mode. Töte Raskan, Junge. Okay. Das kommt mir aber bekannt vor, als hätte ich das alles schon gemacht. Was er hier? Wo sind die Raskan? Die kleinen hier, oder was? Die soll ich töten? Ist das voll gemein, oder? Also ich meine. Ja, und verlass.
Scheiße, die sind stuhl. So. Die ist auch tot. Raskan, das ist ein normaler Raskan. Und der ist in Stufe 9, oder? Guck mal, gibt's hier, das ist doch Erz bestimmt, oder so. Da müsste ich doch irgendwie, ich muss das noch abbauen, irgendwie. Quatsch hier. Ich sag, was ist das mit dem Looten? Das nervt irgendwie. Leder! Hier! Was ist das denn? Liegt Leder rum. Liegt einfach so rum, oder was? Und das baue ich ab. Du hast diese Fähigkeit nicht gelernt. Willst du mich verarschen? Oh! Ja, toll, hätte ich das gewusst, ey. Drin. Jetzt finde ich mal endlich was, was man irgendwie abbauen könnte, und ich kann gar nicht, ich kann es nicht abbauen. Und diese beknackte Fähigkeit, die ich gelernt habe. Das ist scheiße jetzt. Und Mädels, echt jetzt. Ganz schön lange bin ich mit so einem Stufe 9er beschäftigt hier. Ich glaube, das sollen Wolfshöhlen sein oder so. Ja, würde ich mal sagen. Komisch, dass da jetzt diese Steine mit den Inschriften stehen irgendwie. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Muss man ganz ehrlich sagen. Bei aller Liebe. Das Gras werde ich wohl auch nicht einsammeln können. Oh doch, Gras! Gras hatte ich ja mit bei. Erz und Gras hat überhaupt keinen Sinn, aber. Tatsächlich sammeln. Gibt's denn sowas? Du bekommst Öl. Mein Inventar. Was? Mein Inventar ist voll. Tatsächlich, mein scheiß Inventar ist voll. Oh, hört mal auf, ey. Warte mal, ich kann mit meinem Pet handeln, aber was soll ich jetzt handeln hier? Warte mal, benötigtes Level. Ich muss auf jeden Fall. Scheiße. Ja, das ist eigentlich blöd jetzt. Ich will ja nichts weggeben von den Sachen. Also eigentlich will ich das nicht so, mein Liebes. Warte mal, mein Pet kann auch irgendwas. Irgendwas kann mein Pet noch. Mal handeln mit meinem Pet. Scheiße, wie mache ich das? Fellfetzen, das brauche ich das für eine Quest. Wie kann ich mit meinem Pet handeln? Ich verstehe das nicht. So, ja, dieses Pad, mit diesem Pad will ich handeln. Ich will rüberziehen zu dem Pad. Oh, Scheiße, Mann. Oh, das ist jetzt richtig ärgerlich. Diese verkackte Flagge brauche ich auch. Gut, ich könnte mir gleich nochmal eine kaufen. Aber die ist dann wahrscheinlich nicht mehr auf die Stadt eingedingster hier. Also auf die Stadt ausgelegt. Scheiße, Mann, das ärgert mich jetzt richtig. Ich will dieses Gras haben. Um Statuspunkte neu zu vergeben. Weißt du? Ich stehe zu meinem Fail. Talentpunkte neu des Donners oder Funktionsguts werden nicht zurückgesetzt. Mit dem Scheiß. Ja, komm. Ich bin hardcore, ich brauche das nicht. Oh, hat's bekommen, was? Eins. Das Ding überall wieder hier. So, oh Mann, das gibt's doch nicht. Wo ist die scheiß Gras weg?
Jetzt, wo ich Taschenplatz frei habe, ja? Echt jetzt, ey. Das sind immer Pech im Unglück. Also hier dieser Drachenschlag, ne? Drachenschlag war das? Drachenbiss, der ist richtig cool. Der lohnt auf jeden Fall. Man braucht sich überhaupt nicht wegbewegen hier. Ich muss trotzdem ein bisschen. Gibt hier noch andere Sachen? Muss ich wohl mal gucken, dann. Erfahrung bekommen. Ja, das hört mir auch schon auf. Manchmal bekomme ich 40, dann wieder 50. Okay, jetzt habe ich auch das Fell hier. Das heißt, die Quest ist fertig, wenn ich mich recht entsinne. Wo war das hier? Alle fertig, jo. Abgeben. Bisschen umhergucken hier. Leder, gut kann ich. Aber echt, das ist ja scheiße. Weil ich würde gerne, ich hätte gerne gewusst, ob man durch Einsammeln auch leveln kann. Also ob man dafür Erfahrungspunkte bekommt, wenn man da was abbaut. Was ich mich frage ist, kommt irgendwann auch mal Pets, die aggressiv sind, die einen sofort angreifen, bevor man die angreift oder so? Gut, das werde ich ja wohl alles noch rausfinden irgendwann mal. Jetzt mache ich erstmal die Quest fertig hier. Scheiße, ich hätte auch zum Laden gehen können und hier irgendwas verkaufen, aber ja, okay, was willst du verkaufen? Stimmt. So, ich bekomme 1000 Erfahrungen. Champion, was für ein. Ach, Champignon! Champion! Ein Champignon! Nicht aufnehmbar, schade. Muss ich wohl demnächst nochmal zu dem Skillmeister da. Wortbedrohung. Ey, ich hatte doch noch eine Quest. Ich hab doch 3 Quests gehabt. Tank zu. Hier, wo ist eigentlich Tank zu? Hier ist Long Yu. Ich habe doch bei Tank zu, habe ich das Ding doch auch genommen. Irgendwas. Okay, hier stand mal was von, dass es sein kann, dass die. Irgendwie, warum auch immer, gerade weg sind und dass man warten muss, bis die spawnen. Also muss ich jetzt wohl warten, bis der spawnt. Und ja, wahrscheinlich muss ich mich genau damit abfinden. Gut. Dann lasse ich erstmal kurz mein Pet ruhen und warte dann hier. Schade, dass ich den Champion nicht mitnehmen kann hier. Dann warte ich hier auf Tang Chung oder wie auch immer hier. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Diese ganzen asiatischen Namen, das kann man sich einfach nicht merken, ne? Obwohl die relativ einfach sind, auf eine gewisse Art und Weise. Jo. Gut. Bis demnächst.